Die Geschichte eines jungen Arztes, der unter geheimnisvollen Umständen in eine mysteriöse Affäre verwickelt wird. Was bedeutet dieser Unfug? Blutegel, Sir Robert. Ja, nur Blutegel, das sehe ich auch. Und was soll das? Wie soll ich erklären? Sie nehmen ja auch sehr oft bei Ihren Versuchen Tiere. Meerschweinchen oder Mäuse. Die grauenvollen Erlebnisse zweier Liebender, die nach tödlichen Gefahren zueinander finden. Du und deine Musik sind das einzig Erfreuliche in diesem Haus. Oh, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich störe. Ein Teufel in Menschengestalt verbreitet Schrecken und Entsetzen. Niemand erträgt den Anblick dieses vom Schicksal gezeichneten Gesichts. Sardonicus? Sie verbergen mir doch was. Warum sind Sie erschrocken? Ach, Herr, Sie werden das nicht verstehen. Sie sind noch jung. Und Sie brauchen sich nicht zu sorgen, Ihre Töchter. Findest du mich eigentlich auch nett? Oh ja, sehr. Nur... Nur was? Weil Sie... mir vielleicht noch mehr gefallen würden, wenn sie ohne Maske wären. Also, was haben Sie mit ihr vor? Etwas sehr Einfaches, Sir Robert. Kohl wird den Muskel, der die normale Spannung des Gesichts bewirkt, durchschneiden. Das Gesicht erstarrt dann zu einem Grinsen und meine Frau wird so aussehen wie ich. Nein! Nein! Nicht im Dunkeln! Nein! Nicht so! Nein! Ich geh zu ihm rein. Er muss das durchstehen. Sie wollen ihn umbringen. In der Nadel war Gift drin, ihr Teufelsgift.